Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich begrüße dich ganz spontan zu einem neuen Food Diary. Ich habe mir gerade überlegt, ich könnte eigentlich jetzt direkt loslegen. Ich habe heute tagsüber nicht so viel gefilmt, was ich gegessen habe. Das erzähle ich dir aber gleich noch. Und ich bin nämlich gerade nach Hause gekommen und habe zwei, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst hier, monströse Pakete von Koro bekommen. I don't know, was da drin ist. Also ich weiß schon ein bisschen was ich mir ausgesucht habe. Ich weiß nicht, was in den anderen drin ist. Das werden wir gleich zusammen anschauen. Aber ja, jetzt erstmal, was habe ich heute gegessen? Ich war heute auf der Yoga World hier in München auf der Yoga-Messe. Es war wunderschön. Ich habe bei Instagram auch noch ein bisschen ausführlicher drüber erzählt. Und ich bin jetzt ganz schön platt. Also gab es auch viele Kurse, die man mitmachen konnte und Workshops und so. Richtig cool. Und da habe ich gegessen. Warte mal, jetzt geht's los. Heute Morgen auf dem Weg dahin hatte ich noch nicht so richtig Hunger. Habe ich einen Apfel gegessen. Dann habe ich zum Mittag einen veganen Döner gegessen. Habe ich, glaube ich, habe ich das schon mal gezeigt hier im Video? Ja, da war ich schon mal. Erbils heißt es hier in München. Und geilster veganer Döner. Einfach sehr, sehr lecker. Und dann, was habe ich noch gegessen? Oh ja, jetzt hatte ich dann doch nämlich noch Hunger und habe mir auf dem Rückweg, warte, jetzt nehme ich noch was da davon, das kann ich dir sogar zeigen, eine vegane Nussschnecke noch mitgenommen, aber die habe ich jetzt doch nicht geschafft, weil die doch sehr lecker, aber sehr süß und ich habe die ganze Zeit jetzt irgendwie nicht wirklich was Süßes gegessen. Da merkt man mal, ne, wie man sich das, ja, wie man sich da dran gewöhnt, einfach an den Geschmack, aber super lecker, also die habe ich jetzt aufgehoben, die Hälfte, die kriegt nachher mein Freund noch zum Nachtisch. Und ja, jetzt mache ich dann auch Abendessen, aber jetzt schauen wir erstmal zusammen in die Päckchen, was da drin ist. Bin nämlich selber schon total gespannt, was da drin ist. Okay, Set Nummer 1, das ist das, was ich mir rausgesucht habe. Das ist jetzt noch keine große Überraschung. Ja, Zimt, einfach mal hier so einen fetten Beutel. Wie viel ist es? 500 Gramm, das ist vielleicht für manche Leute viel, aber ich liebe Zimt. Deshalb ist es für mich genau die richtige Menge. Ihr wisst ja, bei Koro, große, große Verpackungen, deshalb natürlich auch weniger Verpackung, als wenn man 1000 kleine Tüten kauft. Und natürlich auch einfach günstiger, ne, die Großpackungen. Dann habe ich mir hier noch Kokoswasser mitbestellt. Ich liebe einfach das Kokoswasser von Koro, das schmeckt so geil, fresh. Viele, die schmecken so ein bisschen komisch, das schmeckt richtig gut. So, jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil mein Freund gerade nach Hause gekommen ist. Und das wollte ich unbedingt noch zeigen, das ist nämlich richtig cool. Das habe ich selber erst entdeckt. Für alle, die sagen, ach, mir ist immer diese Nussbutter, das ist mir immer zu viel. Oder dieses Nussmus von Koro. Das sind normal 500 Gramm Gläser. Es gibt hier so ein Dreier-Set. Da sind die drei mit drin, eigentlich so die geilsten, wie ich finde. Erdnussmus, Macadamia-Nussmus, das muss ich noch probieren, das kenne ich nicht, aber das ist das Beste, meiner Meinung nach. Pekannussmus, so geil, aber eben in diesen bisschen kleineren Verpackungen. Gerade wenn ihr sagt, oh, ich bin alleine, das ist mir zu viel, die halten trotzdem ewig, ne? Auch wenn ihr die großen bestellt, aber so zum Probieren oder Verschenken, finde ich, ist das richtig cool, dieses Dreier-Set hier. Kommen die alle drei zusammen. Genau, und jetzt habe ich ja noch dieses andere Riesenpaket. Das muss man auch noch rauspacken. Oh mein Gott. Wir haben uns gerade hier weggelacht. Hey, mein Freund, der sagt immer, wenn ich von Koro Päckchen kriege, ob da irgendwie Kraftfutter für Tiere drin ist, weil das so riesige Packungen sind. Das ist echt so. Nein, das ist keine Tiernahrung. Das ist tatsächlich Reis in einer... Wie viel Kilo sind da drin? Alter, 5 Kilo. Wir haben Basmati und Basmati Vollkornreis. Es gibt die nächsten 3 Jahre Reis. Freu dich schon mal drauf, ne? Juhu! Ja, Wahnsinn. Also, die haben jetzt auch Reis mit dem Sortiment, wie ihr seht, in einer monströsen Packung. Hey, unfassbar. Guck dir das mal an, ne? Richtig, richtig geil. Also, natürlich auch alles hier Bio und Fairtrade. Und dann gibt es einmal hier den Naturreis, den braunen und den ganz normalen, den weißen. Ja, ich habe jetzt einfach mal 10 Kilo Reis. Hier, ich weiß nicht, was du heute so noch machst, aber ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen mit meinem Reis spielen. Ne? Also sehr, sehr cool. Ich habe natürlich wie immer einen Rabattcode, ne? Der steht unten in der Infobox. Den kannst du gerne benutzen, der ist auch immer gültig. So, jetzt gibt es was total Leckeres zum Abendessen. Es war nämlich jetzt gerade so kalt draußen, jetzt hatte ich voll Bock auf Kichererbsen-Curry. Ich habe das heute mal ein bisschen anders gemacht, ein bisschen in einer anderen Variante. Ich habe quasi unten so ein Salatbett gemacht aus Babyspinat und aus diesem Radicchio-Salat, dieser lila, ne? Und dann habe ich Reis drauf gegeben. Ich habe dir gesagt, es gibt Reis, auf jeden Fall. Dann das Kichererbsen-Curry. Das Rezept für das Curry ist in meinem E-Book.
Das verlinke ich dir unten in der Infobox. Und ich habe heute noch einen Löffel, Moment. Ja, einen Löffel von dem Erdnussmus hier von Koro mit dazugegeben. Es schmeckt so, so lecker. Und du kannst die Rezepte alle im Kochbuch alle so gut abwandeln. Da gibt es echt tausend Möglichkeiten. Und das ist, siehst du das? So ein riesen Pastateller. Und diesen leckeren Basmati-Reis, den habe ich hier in meinem Reiskocher gemacht. Da wird der perfekt einfach. Und den Reiskocher, den kann ich dir auch mal unten verlinken in der Infobox. Jetzt gibt es so ein leckeres Frühstück und zwar ist das Dinkelbrot mit Avocado und Babyspinat und Radicchio obendrauf und dann habe ich einfach ein bisschen Salz und ein bisschen Balsamico-Creme noch obendrauf gegeben, dass er ein bisschen leckerer schmeckt und sieht auch sehr hübsch aus, wie ich finde. Und dazu habe ich schon meinen Kaffee getrunken. Ja, der ist schon leer. Mit Hafermilch, wie jeden Tag. Ich hatte jetzt total Bock auf, ja, so Grießbrei oder irgend so ein Milchreis, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so kalt draußen. Ich habe Bock auf was Warmes und Leckeres und Süßes und Cremiges. Hatte ich aber alles nicht da, deshalb habe ich mir jetzt Hirsebrei gemacht. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Hier, ich habe nämlich noch Hirse gefunden in meinem Schrank. Esse ich total selten, aber schmeckt super duper lecker und ist auch total gesund. Habe ich einfach mit ein bisschen Hafermilch aufgekocht und zum Süßen habe ich zwei Datteln klein gehackt und habe die mit reingegeben. Das reicht völlig aus für die Süße. Und dann habe ich hier noch einen fetten Löffel von diesem Erdnussmus von Koro reingegeben. Einen halben Apfel, ordentlich Zimt und obendrauf habe ich noch so getrocknete Himbeeren gegeben. Die hatte ich auch mal von Koro. Guck mal, die habe ich schon fast aufgegessen, obwohl es auch so eine monströse Packung war. Also man kriegt das schon weg, das Zeug. Keine Sorge. Und die schmecken super duper lecker. Und das Coole bei denen ist, die sind einfach ja gefriergetrocknet, deshalb sehr, sehr knusprig und knackig. So, ich habe eben noch Yoga gemacht und jetzt gibt es endlich Abendessen. Ich hatte nicht mehr viel übrig von dem Kichererbsen-Curry. Du siehst, es ist nur noch unten ein bisschen drin. Ich habe das auch weitgehend mit Wasser verdünnt. Diese Schüssel besteht irgendwie zu 90% aus Blattspinat. Ich gebe den immer frisch mit dazu. Weil wenn man den mitkocht, dann verliert er natürlich die ganzen tollen Sachen, sekundären Pflanzenstoffe, Vitamine und so weiter. Deshalb esse ich den immer so mit dazu. Und ja, sehr viel Spinat und dann noch ein kleiner Rest von dem Kichererbsen-Curry. Obendrauf habe ich ein bisschen Sriracha gegeben. Jetzt habe ich eben in meinem Gefrierschrank, wollte ich gerne so gefrorene Beeren haben zu meinem Hirsebrei. Die habe ich aber nicht gefunden. Dafür habe ich das hier gefunden. Da war nämlich noch so eine Tüte mit Pommes drin und das ist nur noch so eine kleine Mini-Portion. Das hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, dafür jetzt den Ofen anzumachen. Guck mal, hier ist so eine kleine Kinderportion. Aber ich dachte mir, wieso nicht? Die mache ich mir jetzt, weil davon war nicht mehr viel da. Davon ist nicht mehr viel da. Deshalb ungewöhnliche Kombi, ich weiß. Aber ja, warum eigentlich nicht? Eigentlich nee, es ist kein ungewöhnlicher Kombi. Es ist eigentlich voll die geile Kombi. Also es gibt eine kleine Portion Pommes und Kichererbsen-Curry nochmal. Den Rest. Reste essen ist sowieso das Allergeilste. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwelches Reste essen gehabt, was nicht geil war. Da kommen meistens die besten Sachen bei raus. Also, da freue ich mich jetzt drauf. Und das lasse ich mir jetzt mal schön schmecken. Hallihallo, so ein neuer Tag ist schon und ich habe schon einiges heute gemacht. Es ist nämlich schon Nachmittag eigentlich und ich habe den ganzen Vormittag hier so Buchhaltungskram gemacht. Super spannend. Überhaupt nicht. Und jetzt war ich gerade noch im Fitnessstudio und noch einkaufen. Ich habe noch nicht gegessen. Ich habe nur Kaffee getrunken. Das weißt ja, ne? Ich esse ja immer eigentlich sehr, sehr spät. Erst Frühstück und Mittagessen, beides in einem. Das gibt es gleich. Und ja, zeig dir mal, was ich geholt habe. Ich war beim Aldi seit Ewigkeiten mal wieder beim Aldi. Und habe ein paar feine Sachen fürs Abendessen und fürs Frühstück eingekauft. So, hier dieser Haferdrink, der ist von DM, weil ich finde, diese Pflanzenmilch von Aldi, die schmeckt ganz furchtbar. Noch keine gefunden, der finde ich, ja, schmeckt okay. Dann habe ich einen Brokkoli mitgenommen, dann so Brezen. Boah, ich hatte so Bock auf Brezen. Ich war so lange auf Brezen entzogen, Alter. Deshalb habe ich mir da gleich welche mitnehmen müssen wieder. Dann gab es im Angebot Kiwi für 11 Cent pro Stück. Wie geil ist das denn? Und auch im Angebot. So Spitzpaprika sind. Das zeige ich dir gleich, wenn ich es ausgepackt habe. Dann habe ich mir meinen Chai-Tee mitgenommen. Hatte ich voll Bock drauf irgendwie. Habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Dann Tofu. Mache ich zum Abendessen. Und dann Himbeeren. Boah, ich habe so Bock. Gestern ja schon gehabt und heute immer noch auf irgend so was Warmes. Entweder Porridge oder Grießbrei oder so mit so gefrorenen Himbeeren. Deshalb habe ich jetzt endlich welche gekauft. Dann habe ich noch Kartoffeln. Kresse, die ich gerade megamäßig zerquetscht habe, leider in meiner Tasche. Eine Zitrone. Dann habe ich endlich mal Grieß mitgenommen.
wenn ich mir dann doch mal jetzt einen Grießbrei machen möchte. Dieser Hirsebrei war echt super lecker, aber die Konsistenz vom Grießbrei ist halt noch ein bisschen schlotziger. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Und dann habe ich mir hier so einen Joghurt-Frischkäse mitgenommen. Den mag ich ganz gerne eigentlich mit diesem Joghurt da drin. Und ich weiß auch nicht, ich habe eigentlich noch Avocado da, aber ich hatte so Bock jetzt auf Breze mit Frischkäse einfach. So habe ich mir jetzt spontan überlegt. Und ja, das gibt es jetzt zum Frühstück. Ich habe einfach auf den Frischkäse hier oben da die Kresse geschnitten und da drauf gegeben. Dann esse ich das so zusammen. Dann diese Spitzpaprika, die esse ich auch einfach so im Ganzen. Und dann gibt es dazu zwei Brezeln. Die sind nicht besonders groß und ich habe schon ziemlich doll Hunger. Deshalb esse ich jetzt zwei davon und dazu gibt es ein großes Glas Kokoswasser. Ich habe nämlich so ein bisschen Kopfweh heute und das ist ganz gut bei Kopfweh. Kokoswasser ist ja isotonisch und ja, wenn man so leichte Kopfschmerzen hat, kann das da ganz gut helfen und deshalb gibt es das jetzt hier zum Frühstück. Lecker. Brezel ist einfach, mein Gott, ich liebe Brezel. Jetzt gibt's Abendessen. Ich hatte ja eigentlich was total anderes zum Abendessen geplant, aber kennst du das, wenn du dann auf einmal spontan doch irgendwie überhaupt keinen Bock mehr drauf hast? Ich wollte eigentlich Kartoffelbrei und Tofu und Brokkoli machen und ich hatte so Bock jetzt einfach auf so eine stinknormale, einfache Nudelgemüsesuppe. Keine Ahnung wieso. Und deshalb habe ich mir jetzt sowas gekocht. Ja, das ist einfach, siehst du ja, ne? Brokkoli, Karotte, einfach so eine Gemüsesuppe mit so ein paar kleinen Muschelnudeln drin. Und dann habe ich hier noch Dinkelbrot. Da hatte ich ja noch so viel da. Da habe ich jetzt zwei Scheiben mit Frischkäse und Kresse obendrauf gemacht. Ja, und jetzt schauen wir mal. Das ist eine relativ große Schüssel hier, wie du siehst. Sieht gar nicht so groß aus in der Kamera. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich damit komme. Vielleicht esse ich auch noch ein bisschen mehr. Ich habe eigentlich noch mal so die gleiche Menge wie das hier an Suppe noch da. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Wahrscheinlich werde ich nicht alles essen. Dann kann ich den Rest morgen Mittag essen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, so voll so ein Kinderessen. Ne? So Muschelnudelsuppe. Hatte ich jetzt total Lust drauf. Zum Nachtisch gibt es jetzt noch einen nicht mehr ganz so schön aussehenden Apfel. Den habe ich im Kühlschrank gerade gefunden. Ich habe ja gestern nur einen halben in meinen Hirsebrei getan und der Rest war jetzt noch übrig. Deshalb esse ich den jetzt noch auf. Ja, jetzt gibt es hier lecker Nachtisch. Habe ich für uns gemacht. Mein Freund ist nämlich jetzt auch mittlerweile zu Hause. Der hat auch den Rest von der Suppe noch aufgegessen. Voll cool. Da war nämlich doch noch einiges übrig. Und jetzt gibt es hier Grießbrei. Einfach mit Hafermilch aufgekocht und obendrauf habe ich noch ein paar gefrorene Himbeeren gegeben. Dann diese zuckerfreien Schokodrops, die sind auch von Koro, die schmelzen hier schon so schön. Und noch ein Klecks von diesem Erdnussmus, was ich ja auch schon öfter jetzt gezeigt habe. Das ist jetzt unser leckere Late-Night-Snack-Nachtisch. Guten Morgen. Ich habe übrigens meine Haare getönt. Ich weiß gar nicht, habe ich dir das schon gezeigt? Ich glaube, gestern war es noch so ein bisschen dunkel, dann haben wir es noch nicht so richtig gesehen. Also, falls du dich wunderst, ja, das ist immer noch das gleiche Video. Es bin immer noch ich. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht und ich habe schon Yoga gemacht. Ich mache immer noch diese 30-Tage-Challenge von Yoga with Adrienne. Und ja, hier auf YouTube. Wenn du das noch nicht kennst, verlinke ich dir gerne nochmal unten in der Infobox so eine 30-Tage-Challenge. Und ich liebe einfach diesen Kanal und ich liebe diese Challenge. Und ja, ich mache da immer noch mit. Und das sind so Übungen quasi, also so ja, kleine Yoga-Workouts. Die dauern meistens nur so 20 Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde und die bauen so aufeinander auf. Und es ist wirklich sehr, sehr cool. Und das habe ich schon gemacht. Ja, und jetzt gibt es für mich erstmal was Leckeres zu essen. Ich hatte ja noch diese halbe Avocado im Kühlschrank. Deshalb habe ich mir jetzt hier ein Avocado-Brot gemacht und ordentlich Kresse obendrauf gegeben. Die habe ich gestern gekauft. Ich habe schon die ganze Packung Kresse aufgegessen. Ach, ich liebe das einfach. Ich finde es so lecker. Ist auch super gesund. Und dann habe ich mir ein pochiertes Ei gemacht. Ich hatte irgendwie heute mal Lust auf so ein Frühstücksei. Schönes pochiertes Bio-Ei obendrauf. Genau. Und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann haben wir hier noch ein großes Glas mit Kokoswasser, das hat tatsächlich übrigens gestern sehr gut geholfen. Gegen die Kopfschmerzen musste keine Tablette nehmen. Also ja, immer ein guter Tipp auf jeden Fall. Kokoswasser und auch Stretching, Yoga und so. Oftmals sind ja Kopfschmerzen einfach Verspannungskopfschmerzen. Also bin ich per se gegen Kopfschmerztabletten, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Aber in 99% der Fälle bei mir ist es tatsächlich so, dass es dann damit wieder weggeht. Ja, vielleicht magst du es auch mal ausprobieren. Und das lasse ich mir jetzt erstmal schön schmecken. Ich hatte auch schon Kaffee hier. Oh, sorry. Hier ist die Tasse noch schon leer. Genau, und vielleicht trinke ich auch gleich noch einen zweiten. Aber jetzt zum Frühstück trinke ich erstmal mein leckeres Kokoswasser. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen am Arbeiten und da gibt es jetzt einen kleinen Snack dazu. Dinkelbrot mit Erdnussmus.
und diese zuckerfreien Schokotrops von Koro und ein paar gefrorene Himbeeren obendrauf. Ist total lecker. Jetzt mal ausprobieren, wenn du mittags Bock hast auf Kuchen und hast irgendwie keinen Kuchen oder irgendwas da. Für dich ist es eigentlich auch eine ganz gute Alternative so zum Nachmittagskaffee. Und ja, alles zuckerfrei und auf jeden Fall gesünder als so ein Teilchen vom Bäcker, ne? Wir waren gerade einkaufen. Und ich snack jetzt erst nochmal hier diese Spitzpaprika. Die schmecken so lecker. Richtig süß. Und guck mal dahin. Liegt der ganze Einkauf. Wir haben super viel eingekauft. Das zeige ich dir jetzt gerade mal alles, was da alles mit dabei war. So, von Rewe, dieser Sojajoghurt. Dann haben wir hier Äpfel, Schnittlauch, rote Zwiebeln. Dann habe ich gleich nochmal eine Kresse mitgenommen, weil die eine, die ich da hatte, ups, die habe ich ja in einem Tag schon aufgegessen. Dann habe ich mir mal wieder diesen Linsen-Curry-Aufstrich geholt. Der schmeckt tatsächlich am besten. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, wo ich mal so einen Taste-Test gemacht habe, wo ich den Biomarkt und den Discounter verglichen habe. Und da hat der tatsächlich sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch bei dem Geschmack besser abgeschnitten als der vom Biomarkt. Sehr, sehr lecker. Dann haben wir hier, ups, Kaffee, Banane, eine Pomelo, Spinat. Dann habe ich mir noch einen Haferdrink mitgenommen. Dann diese Barbecue-Soße habe ich schon öfter mal gezeigt. Die kommt hier aus der Nähe von München, aus Ismaning. Da wird die gemacht und die schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Die ist ohne jegliche künstliche Aromastoffe und so. Muss mal gucken. Ich glaube, die gibt es nur hier in München, in den Supermärkten. Aber kann man auch im Internet bestellen. Die schmeckt echt gut, wenn man so Barbecue-Soßen mag. Dann habe ich mir noch einen Senf mitgenommen. Große Senfliebe, du weißt es. Dann habe ich hier diese Dinkel-Spaghetti. Die gibt es bei uns morgen Abend. Mein Freund hat sich hier so einen Grießpudding mitgenommen. Oder ich glaube sogar zwei. Der andere ist. Weiß ich gar nicht. Ach so, der steht da. Also zwei Grießpudding. Dann habe ich eben ein paar von diesen Cashewnüssen hier schon gesnackt. Die sind auch sehr, sehr lecker. Das sind Radieschen, Gurke, Tomatenmark, noch mehr Zwiebeln. Wir machen nachher so eine Zwiebelsoße, deshalb brauchen wir so viele davon. Und die haben wir noch mitgenommen. Die finde ich super lecker. Diese Laugenstangen, die man selber im Backofen aufbacken kann. Schmecken richtig lecker. Ja, das ist unser Einkauf. Den räumen wir jetzt mal weg und dann gibt es auch bald schon Abendessen. Ach, und schau, was ich beim Aldi gefunden habe. Das ist so eine Black Roll, also diese Faszienrolle. Da kann man so hier, siehst du wie auf dem Foto, kann man sich so ja, drauf rollen und seine Faszien damit massieren. Für 7 Euro dachte ich mir, ja, super Preis. Ich habe so eine kleine Faszienrolle für die Wirbelsäule, für den Rücken. Aber so eine große hatte ich jetzt noch nicht. Wollte ich mir die ganze Zeit schon mal eine holen. Deshalb sehr, sehr cool. Die werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Yummy, 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 yummy. Abendessen. Und zwar gibt es was voll Leckeres. Es gibt nämlich Tofu für mich. Ich habe den einfach vorhin so in Scheiben geschnitten und dann habe ich den ein bisschen mariniert mit Sojasauce, also der ist nicht angebrannt, das ist nur so dunkel von der Sojasauce. Was noch? Senf und ich hatte noch so ein Gyros-Gewürz, das habe ich im Schrank gefunden. Weiß auch mit so Oregano und so verschiedenen Kräutern und so. Damit habe ich den kurz mariniert und dann einfach mit ein bisschen Kokosöl angebraten. Und dann gibt es dazu Brokkoli, Karotte, Kartoffelpüree, da habe ich oben noch ein bisschen Muskat jetzt drauf gegeben. Ich esse es total gern mit Muskat und mein Freund, der mag das nicht, deshalb gebe ich mir das jetzt so noch mit drauf. Und dazu gibt es noch eine dicke, fette Schüssel Salat. Da haben wir noch mehr Salat. Ja, das ist gemischt. Da ist Babyspinat drin und Radicchio und so normaler Salat. Zwiebeln sind noch drin. Und ich würde mal sagen, dass ich nicht nur das hier esse. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen Nachschlag holen. Ich bin sehr hungrig jetzt auch. Und das sieht richtig lecker aus. Für meinen Freund gibt es übrigens genau das Gleiche, nur der hat sich Fleischpflanzerl gemacht. Moment, der hatte Bock auf Fleischpflanzerl, deshalb hat er sich die gemacht. Und für mich gibt es den marinierten Tofu. Da bin ich nochmal. Ich hoffe, dass dir das Food Diary Spaß gemacht hat. Ja, vielleicht jetzt nochmal so ein kleines Update, ein Abnehmen-Update. Wie läuft es denn überhaupt so generell? Also, ich habe tatsächlich jetzt die ganze Zeit echt auf Süßigkeiten ganz gut verzichten können. Ich hatte ja diese Nussschnecke, da war natürlich schon ordentlich Zucker drin. Weil vegan heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass irgendwas keine Kalorien hat. Ne? Auch da ist oft sehr viel Zucker drin, gerade auch bei den verarbeiteten Sachen. Aber es klappt eigentlich ganz gut. Mein Motto ist so gesund wie möglich, so unverarbeitet wie möglich. Und ja, ich fühle mich echt super gut damit. Ich habe auch dieses, ja, dieses krasse Zuckerverlangen einfach nicht mehr. Ich habe ja hier so ein Video für dich gemacht,
wie man Heißhunger stoppen kann. Das kann ich dir gerne nochmal verlinken. Und es ist tatsächlich so, am Anfang ist es super schwer und dann wird es eigentlich ja immer leichter, immer besser. Sportmäßig interessiert dich vielleicht noch. Also ich bin jetzt hier, seit ich wieder in München bin, immer mal im Fitnessstudio gewesen, aber da mache ich eigentlich nur mein Cardio. Also das dient mir eigentlich nur dazu, weil ich jetzt gerade draußen hier nicht so viel laufen kann. Deshalb gehe ich da aufs Laufband oder auf den Crosstrainer. Aber tatsächlich, ich mache jeden Tag Yoga, teilweise auch zweimal am Tag Yoga. Diese Yoga Challenge da, die ich hier bei YouTube mache, die gefällt mir total gut. Ich habe neulich auf der Yoga-Messe, wie gesagt, Kundalini-Yoga entdeckt. Und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Seitdem versuche ich mich da auch so ein bisschen reinzufinden. Und ja, wie gesagt, ich mache mein Yoga und das ist tatsächlich funktioniert ganz gut. Ich habe gestern gerade gedacht, so ja, Muckis und so kriegt man davon auch ganz gut. Also man denkt es gar nicht. Und wenn du auch das Gefühl hast, ach, ich mag einfach keinen Sport, finde was, was dir Spaß macht. Ich habe früher auch mal gedacht, ja, das gibt's nicht. Sport ist halt einfach scheiße. Aber es gibt tatsächlich Sachen, die Spaß machen und auf die man sich freut. Und dann ist es auch nicht schwer. Ja, und es ist tatsächlich so, je mehr du dich bewegst, umso mehr gefällt das deinem Körper auch und umso mehr will er auch davon. Ne? Wenn man nur auf der Couch sitzt, wird man immer fauler und wenn man immer aktiver ist, wird man auch immer aktiver. Also das ist wirklich tatsächlich so. Und mit der Ernährung auch. Man hat einfach dann auch Bock auf gesundes Essen und man hat nicht mehr so viel Bock auf Zucker. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder Süßigkeiten haben will, um Gottes Willen. Natürlich mag ich immer noch Süßigkeiten, aber es wird einfach leichter, sie nicht jeden Tag zu essen. Ja, das ist jetzt so mein Fazit von dieser Woche. Ich packe dir unten den Link zu Koro in die Infobox, wie gesagt, und auch den Rabattcode, den kannst du natürlich immer gerne benutzen. Und mein Kochbuch verlinke ich dir auch in der Infobox. Und schau gerne bei Instagram vorbei, da poste ich auch immer ganz leckere Rezepte und auch, was ich sonst so mache. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du mir ein Abo dalässt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke dir fürs Zuschauen. Ciao.